Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales Gefährliche Wünsche. Ja, jetzt erstmal wieder ein bisschen ohne Webcam. Das liegt daran, dass ich jetzt erstmal hier ein bisschen umgebaut habe und ich erstmal aufnehmen muss und gerade der Greenscreen nicht funktioniert. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten, aber dann geht's wieder weiter mit der Webcam und ich muss erstmal... So, was haben wir denn? Eine Axt. Gegrilltes Fleisch. Und was müssen wir überhaupt noch machen? Ich schneide ein Stück des Netzes ab. Kleinen Moment. Das ist echt unglaublich. Er ruft jetzt das fünfte Mal an. Der weiß doch, dass ich keine Zeit habe. Zu löschen. So, und dann. Stumm, dann nervt mich das auch nicht mehr. So, hier müssen wir das Netz machen. Schieße die Eicheln herunter. Nimm den Injektor mit dem Gegengift. Entferne die Abdeckung des Bootsmotors. Nimm das Boot. Öffne die Truhe. Baue ein Kescher. Ah, so. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt auch die Axt. Okay. Was müssen wir hier noch machen? Das einmal. Ich bin gerade so ein bisschen... kann ich vielleicht die Axt damit irgendwie was machen? Mit dem Seil? Nö. Ich nehme einfach mal kurz einen Tipp. Beim Straßengraben findest du einen nützlichen Zweig. Er gehört dir. Hä? Wo denn das? Beim Straßengraben? Ich muss die Dämonwurzel absägen. Doch zunächst muss ich den Dämon ablenken. Einen nützlichen Zweig. Hä? Was ist, hä? Da habe ich ja noch nichts. Kann hier Kitty vielleicht wieder irgendwas machen? Graben. Ah. Okay, und mit dem Zweig gehen wir hier hin. So, da muss aber jetzt noch ein Seil drum oder so, ne? Da muss was zu essen hin. Und ein Seil daran. Der Specht hält ein Medaillon im Schnabel. Oh, ich stecke meine Hand besser nicht in den Ameisenraum. Ich muss mir etwas anderes überlegen. Nur das Glas. Katze. Die Axt. Nee. Hier müssen wir noch ein Stück von abschneiden. Es geht echt nicht mit der Axt, ne? Zack, 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 zack. Nö, geht nicht, okay. Geht das abhacken? Nö, geht auch nicht, okay. Hier können wir ja echt gar nichts mehr machen. Hier müssen wir noch die Truhe öffnen. Das ist echt unglaublich, ey. Auf dem Buch unter dem Münztelefon am Hauseingang findest du eine Schnur. Ich glaube, du könntest sie brauchen. Was ist denn das für ein Müll? Das Telefon. Oh. Ich krieg ein zu viel bei diesem Spiel. Ey, das ist echt. Geht das jetzt? Gott, sind wir fies. Wohin kommt denn das jetzt? Das kommt hier ran. So.
Tortoise. Oh, scheiße, dieses Spiel. Baumhöhle. Ein Wimmelbild. Baseball, Spiegel, Blinker. Wir müssen auch fast in jedem ein Baseball finden, ne? Baseball. Spiegel. Blinker. Beere und eine Waage. Darum ist die Waage. Das ist eine Beere. Dafür auf jeden Fall ein Messer. Ah, mit dem Messer müssen wir irgendwas machen. Was können wir mit dem Messer machen? Den Kürbis aufschneiden. Kürbisscheibe. Aha. Bohrer, Schraubenzieher, Tulpe. Das ist Bohrer. Da ist die Tulpe. Das ist der Schraubenzieher. Weizen. Ist das da? Schnecke. Zwei Stück. Ist das eine Schnecke? Nee, das ist der Blinker gewesen. Egal. Ich weiß nicht, was daran ein Blinker war, aber naja. Eigelb. Ah, da müssen wir das Ei aufkloppen. Mit was denn? Haben wir irgendwas, was wir nehmen können? Nö. Doch, da war was. Und jetzt brauchen wir trotzdem noch zwei Schnecken. Die ich nicht sehe. Doch, da ist schon mal eine. Und wo ist die zweite? Wo ist die zweite Schnecke? Da. Und jetzt fehlt noch die Beere. Ach, das war die Beere. Gut gemacht. Das könnte sich als nützlich erweisen. Ein Schraubenzieher. Aha, wir machen das gerade einfach mal ein bisschen schneller und gehen hierhin. Mit dem Schraubenzieher können wir jetzt nämlich diese Verdeckung abschrauben. Da bekommen wir ein Kabel. Mit dem Kabel können wir doch jetzt einfach mal so. Ich probiere es einfach. Ah, klar. Info. Setze den Motor zusammen und starte ihn. Wähle eine Komponente des Motors aus und klicke erneut, um sie zu platzieren. Diese Silhouette deutet an, welches Teil als nächstes benötigt wird. Aha, das hier kommt dahin. Dann kommt das dorthin. Das kommt dorthin. Okay. Das war jetzt ja nicht so schwer. Aha. Krokodil. Und das Krokodil will natürlich das Fleisch haben. Ja, klar. So, das Krokodil haut ab. Ich kann wieder ins Boot gehen. Und haben mehr Sachen. Da mache ich dann einfach erstmal ganz kurz die Ampulle rein. So. Und jetzt gehen wir natürlich hier hoch und bauen die Zahl 3 ein. Info. Ordnet Zahlen in dem Gitter so an, dass jede Reihe und Spalte Zahlen von 1 bis 4 enthält. Wähle eine Zahl aus und platziere sie auf der entsprechenden Stelle. Die Zahlen, die zu Beginn auf dem Brett liegen, sind unbeweglich. Auf jeder Seite 1 bis 4. Da ist mit 2, 1, 2 und da fehlt noch die 3. So. 2, 4, die 1. Ich mache erstmal jetzt irgendwie was rein. 3, 1 und 4, 1, 2 und
3. Hier fehlt noch die 4, die 3. 1, 2, 3, 4. 2, 1. Okay. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Außenrum passt das schon mal. Hier aber jetzt nicht. Hier haben wir jetzt 2, 3. Haben wir? Hier müssen wir auch noch irgendwo 2 Vieren haben. Neustart. Ich mache erstmal diese hier unten. Diese Reihe. 1, 2 und 3. So, jetzt machen wir die nächste. Hier fehlt. Machen wir hier erstmal die 1 rein. Hier die 2. Da die 4 und da die 3. Hier die 2. Nee. Hier die 2. Hier muss dann noch eine 1 hin. Nee. Tauschen wir diese mal. Also haben wir da wieder 2, 2, 2. 1 und 1. Der Reihe sind aber auch schon 1. Nee, nochmal. So, 4. Die haben wir. Die auch. Die auch. Die nicht. Hier muss jetzt die 3 und noch die 4 rein und hier noch die 1. Aber jetzt haben wir nämlich wieder 2 Einsen in einer Reihe. Ne, sehe ich richtig. Keine Reihe, keine doppelt. Doch. Hier sind die doppelt. Hier wäre keine doppelt. Hier wäre keine. Doch, hier wird's. Aber jetzt wäre da dann keine 4 mehr. Oh, hier haben wir sogar schon 3 Einsen an der Reihe. Das geht ja nicht. Welche Reihe? 1, 2. Hier brauchen wir noch eine 3 drin. Hier sind 2 drin. Jetzt sind hier aber wieder 2 Einsen. Und hier keine 1. Oh, Alter. Hä? Nochmal. 2. 1, 4, 3. Hier fehlt dann ja logischerweise nur die 2 zwischen. So. Hier darf jetzt keine 4 in die. Hier darf jetzt überhaupt gar keine 4 mehr rein. Hier dürfte aber die 3 rein. Hier kann die 1 rein. Und hier kann die 2 rein. Ja. Wenn hier die 1 ist. Ne? An der 4 auf gar keinen Fall eine 1 rein. Hier kann eine 2 rein. Jetzt 1, 2, 3. Ne, die 2 muss hier hin. Hier muss dann nämlich die 4 hin. So. 2 ist hier. Darf auf gar keinen Fall mehr irgendwo anders rein. Hier muss die 3 rein. Okay, hier darf keine 1 reinkommen dann. Okay, machen wir hier nochmal die 3 rein. Ah ne, das darf nicht. Hier muss die 3 rein. Und dann muss hier die 2 rein. Das muss sein. So, okay, aber ich mache das dann weiter. Mache ich dann mit dem Spiel auch in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.